Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Österreich dreht am Rad. Am Montag wurde in St. Pölten die 73. Auflage der Österreich-Rundfahrt, jetzt heißt es ja Tour of Austria, präsentiert. Gestartet wird mit einem Prolog und dann gibt es weitere 5 Etappen. Außerdem berichten wir in dieser Sendung vom Wörthersee Gravel. Da waren über 1000 Sportlerinnen und Sportler am Start. Und wir blicken zum Neusiedlersee Radmarathon. Es war ein gelungener Restart im vergangenen Jahr der Tour of Austria. In diesem Jahr möchte man da noch einen drauflegen. Medial wird sehr groß berichtet und es beginnt mit einem City-Prolog mitten durch St. Pölten und endet mit einer Bergankunft in Kütei in Tirol. Hier geht's los. Hier startet sie also die 73. Tour of Austria am 2. Juli in der jüngsten Landeshauptstadt Österreichs in St. Pölten, direkt vor dem historischen Rathaus am Rathausplatz. Es ist ein technisch sehr anspruchsvoller Kurs, der den Fahrern alles abverlangen wird. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Gut 2/3 des Prologs sind hier geschafft. Wir befinden uns mitten im Regierungsviertel beim Klangturm, einem der Wahrzeichen St. Pöltens. Und hier müssen die Fahrer, die Profis, versuchen, keine Zeit bei der Wende liegen zu lassen, um im Kampf ums gelbe Trikot noch mit dabei zu sein. Durch diese enge Rathausgasse werden Sie kommen, die Profis der 73. Ausgabe der Tour of Austria. Am Ende des Tages werden wir wissen, wer der Mann im gelben Trikot für die erste Etappe ist. Es wird eine spannende Geschichte hier mitten in der jüngsten Landeshauptstadt und ich freue mich sehr drauf. Das also Franz Stocher unterwegs in St. Pölten. Das wird ein absolutes City-Spektakel hier dann zum Prolog der Tour of Austria 2024. Und dann, Thomas, geht es am nächsten Tag weiter ins wunderschöne Burgenland. Genau, in den tiefen Süden Österreichs, ins radsportbegeisterte Burgenland nach Bad Tatzmannsdorf. Bekannter Kurort, war schon öfters Austragungsort der Österreich-Rundfahrt und anderer großer Radsportveranstaltungen. Da gibt es ein sehr selektives Rennen rund um Bad Tatzmannsdorf hinunter in den tiefen Süden Burgenlands. Wellig, man muss aufpassen auf den Wind, also ein Terrain für Klassiker und für die Sprinter. Vom Burgenland kommen wir dann wieder zurück nach Niederösterreich. Wir starten schön oberhalb der Donau im zweitgrößten Wallfahrtsort Österreichs in Maria Tafel, fahren dann hinunter Richtung Stiefmelk, fahren dann durch das Mostviertel und kommen hinein nach Oberösterreich. Zielort wieder Steyr, so wie im letzten Jahr, war mega Stimmung. Es gibt wieder den Borscheberg, ein Scharfmacher kurz vorm Ziel mit seiner steilen Rampe. Ich würde auch sagen, ein Gelände für Klassikerfahrer und für die Sprinter, so wie im letzten Jahr. Dann wird es ein bisschen schwieriger und steiler. Wir kommen in die Steiermark nach Schladming, Wintersportort. Dort wird es eine Runde geben, rund um Schladming hinauf in die Ramsau mit einem, würde man sagen, sehr scharfen, kalten Start. Da muss man sich gut aufwärmen, dass man nicht am Anfang schon Probleme bekommt. Und wir fahren dann von Schladming Richtung Salzburg, St. Johann Alpendorf, ein langjähriger Partner der Österreich-Rundfahrt, treuer Partner, wird Zielort sein. Schwierige Etappe mit einer sehr selektiven Zielankunft. Wir übernachten dann in St. Johann Alpendorf und dann wird es wirklich hochgebirgig. Also dem Land der Berge machen wir dann alle Ehre. Dann steht die Glocknetappe auf dem Programm. Wirklich die ultimative Glocknetappe heuer, weil wir mit dem Fahrrad eigentlich auf dem klassischen Anstieg von Norden Richtung Süden, also Fuschertal, auf der Großglockner Hochalpenstraße über den Großglockner drüber fahren. Dann durch Lienz durch, Osttirol, eines der großen Radsportdestinationen Österreichs, wo auch schon viele Rennen immer eine Heimat gefunden haben. Und wir beenden diese Etappe in Kals am Großglockner
Bergsteigerdorf. Also wirklich, wir fahren über die Großglockner Hochalpenstraße drüber und dann am Fuße des Großglockners endet diese Etappe mit 3.500 Höhenmetern, sicherlich die schwierigste und anspruchsvollste. Und dann das große Finale. Ich glaube, wir haben es wieder so aufgebaut wie im letzten Jahr, dass die Entscheidung erst auf diese Etappe fallen wird. Start in Kufstein, wo schon die Rad-WM 2018 zu Hause war mit einer kleinen Schleife, dann zum Teil auf der Strecke der Rad-WM 2018 Richtung Innsbruck. Wir fahren dann hinauf zum Bad Schockhofel, Olympia-Express, wird es eine Bergwertung geben, vorher durch die Silberstadt Schwarz, auch mit einer Sprintwertung, hinunter nach Innsbruck und dann geht es nur mehr hinauf in den höchstgelegenen Wintersportort Österreichs, im Kühtai auf knapp 2000 Metern. Dort wird die Entscheidung fallen. Dort hat beispielsweise 2013 der Ricky Zeidl seinen Grundstein gelegt für den späteren Tourerfolg. Und wie wir schon heute gehört haben, wir haben ein paar Österreicher, die gut klettern können. Vielleicht sind die dann ganz oben. Neben den Conti-Teams sind Pro-Conti-Teams und auch 4 World-Tour-Mannschaften am Start. Es freut uns, dass die 4 World-Tour-Teams vom letzten Jahr sich wieder angesagt haben. Ineos, UAE, Dzeko aus Australien und Alpecin de Koenig. Vielleicht mit Mathieu van der Poel, der gestern Paris-Roubaix ganz eindrucksvoll gewonnen hat, bereitet sich vielleicht die Olympischen Spiele bei der Österreich-Rundfahrt vor. Wir haben ein neues Team, ein neues Proto-Team aus den Niederlanden, Unibet, und auch 2 neue Kontinentalmannschaften, B-Cycling aus den Niederlanden und Coop Repsol aus Norwegen. 19 Perfekt. Mannschaften, 133 Fahrer. Vieles hat man über Hermann Bernsteiner gesprochen, dass die Rundfahrt perfekt auf ihn zugeschnitten ist und es damit vielleicht eine mögliche österreichische Überraschung gibt. Ich denke, wir haben wirklich eine super starke Mannschaft über den Winter zusammengestellt und wir werden uns bestmöglich vorbereiten und ich sage, wenn alles passt, dann ist sicher einiges möglich. Ich kenne eigentlich einen Großteil von der Strecke schon selbst, also gerade jetzt einmal die Schlüsseletappen, sage ich mal, so mit Karls, das haben wir bei Tour de Alpes schon gefahren, Kütei war ich schon ein paar Mal auf Höhentraining oben, das kenne ich sehr gut. Auch die erste Etappe, klar, also meine Heimetappe in Bad Atzmannsdorf, das unterschätzen vielleicht manche, aber die wird sicher auch nicht so leicht werden. Also das ist eher, ich kenne wirklich einen Großteil schon und das, was ich noch nicht kenne, da bleibt jetzt noch Zeit, das sich mal anschauen. Aber wir sind nach wie vor in der Außenseiterrolle gegenüber den World Tour Teams, aber wir werden unser Bestes geben. Wir haben im ersten Rad-Bundesliga-Rennen in Leonding haben wir schon souverän gewonnen. Das heißt, wir sind mehr als bereit für die Österreich-Rundfahrt. Nächste Woche steht die Tour auf der Alps im Programm mit dem Nationalteam. Das ist schon eine super Vorbereitung für die Österreich-Rundfahrt. Und dann natürlich die Oberösterreich-Rundfahrt und die Staatsmeisterschaft. Und das soll dann der letzte Feinschliff sein für die Tour of Austria. Tour of Austria wird ein großes Highlight von uns sein. Und wir haben uns schon gesagt in Leonding, dass wir in Österreich ja zu den stärksten Teams, mit zu dem stärksten Team zählen. Und wir freuen uns mega drauf. Die erste Challenge ist überhaupt einmal zur Tour hinkommen, dass ich die fahre. Und dann hat es ja letztes Jahr gesehen, wer da am Start war. Ja, ist die Tour auf jeden Fall auch nicht so ohne. Also das wird schon ganz cool werden. Neben den Athleten sind in den kommenden Wochen auch die Organisatoren der Tour of Austria ordentlich gefordert. Da kann man auf ein bewährtes Team zurückgreifen und möchte natürlich am 2. Juli einen perfekten Auftakt liefern. Die Organisation der Tour of Austria funktioniert so wie Radsport. Radsport ist Mannschaftssport. Da hat jeder im Team bestimmte Aufgaben und wenn das gut ineinander wirkt und arbeitet wie ein Uhrwerk, dann kommt danach vielleicht auch ein gutes Ergebnis heraus. Und das haben wir 23 bewiesen. Da darf man zu sich selber mal gut sein und sagen, ja, das haben wir gut gemacht und das wollen wir heuer genauso zu Wege bringen. Die Österreich-Radrundfahrt vormals und jetzt Tour of Austria hat bei uns natürlich eine große Tradition. Ich glaube, wir sind der einzige Ort oder die einzige Destination, die schon über 50 Etappenziele zu verzeichnen hat. Und so freut es mich heuer ganz besonders, dass die Königsetappe über dem Glockner nach Lienz führt und von dort hinauf ins Glocknerdorf Karls. Ich glaube, das ist eine Premiere auch für die Österreich-Radrundfahrt und sportlich sehr attraktiv. Bei 3700 Höhenmeter, sehr anspruchsvolle Etappe. Aber es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Etappe über den Glockner in Glocknerdorf endet. Und das, glaube ich, passt gut zusammen. Ja, wir sind bereits heuer zum 14. Mal Gastgeber. Erste Mal war es ja Ende der 50er Jahre. Und somit schließt sich hier in St. Johann ein riesengroßer Kreis. Und dann mit dem Glocknerkönig, also das Highlight der Tour, bei uns Gastgeber zu sein. Und für das stehen wir. Und unsere Region, Snowsbay Salzburg, mit den Orten St. Johann, wie du schon gesagt hast, Jo, Flachau und Wagrain bildet hier einen wunderschönen Rahmen dazu, Radfahren auch im Sommer zu machen. Die gesamte Tour of Austria gibt es von 2. bis 7. Juli unter anderem live bei K19 und anderen Fernsehstationen zu sehen. Wir blicken jetzt nach Kärnten.
Mit 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen war das Wörthersee Gravel eine gelungene Premiere. In wenigen Tagen geht es auch am Neusiedlersee richtig los. Die Radmarathonsaison startet am 20. und 21. April mit dem Neusiedlersee Radmarathon. Wir haben uns mit Matthias Kritzek vom Organisationsteam unterhalten. Wir sind heuer wieder und nächstes Jahr auch UCI Gran Fondo Radmarathon. Bei uns kann man sich für die Gran Fondo WM, die ist heuer in Dänemark, qualifizieren. Ja, letztes Jahr waren ganz viele Österreicher, die sich bei uns im Neusiedlersee qualifiziert haben, dann auch oben in Yorkshire bei der WM. Anmeldestand ist sehr, sehr gut. Also wir sind auf Teilnehmerrekord, voraussichtlich so um die 2500 Teilnehmer, 38 Nationen. Bei uns wird einiges geboten, von den Zweijährigen, von Bobbycar-Rennern bis zum Kinderrennern und ja, bis zum 100-Jährigen, kann man so sagen. Also ist für jeden was dabei. Ihr habt heuer sogar österreichische Nachwuchsmeisterschaften. Man tut oft sehr viel, damit es eben auch auf 2500 Teilnehmer dann kommen kann. Das ist ein Wahnsinn. Auf jeden Fall. Es soll eine stimmige, runde Veranstaltung sein mit einem großen Rahmenprogramm, wo für jeden was dabei ist. Und heuer hat sich der Hannes Hessenberger sehr eingesetzt, weil ihm die Jugend am Herzen liegt. Und wir haben die österreichischen Meisterschaften für die Jugend im Mannschaftszeitfahren für die Kleineren und im Paarzeitfahren für die Größeren bis zu den Junioren. Und dann zusätzlich noch Amateure und Master österreichische Meisterschaft im Paarzeitfahren. Es sind einige Stars wieder am Start. Die Rodel-Olympiasieger, die Tobis, Leo Hillinger, Andreas Klöden nicht zu vergessen. Kommt extra aus Deutschland, Tour de France Zweiter. Also wirklich hochkarätiges Starterfeld. Blicken wir zum Österreich Tritt am Rad Event-Tipp. Da steht nämlich die Silberregion Karwendel bei der bevorstehenden Tour of the Alps im Mittelpunkt. Ja, wir sind natürlich als Silberregion Karwendel sehr, sehr stolz, dass wir Austragungsregion von der diesjährigen Tour of the Alps sein dürfen und uns damit natürlich auch einem breiten internationalen Publikum zeigen können. In der kommenden Ausgabe dreht sich bei uns alles um das Argus Bike Festival in Wien.
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.